Geld verdienen. Nun, Mr. Pratchett, selbst ein wohlhabender Mann wie Sie braucht die Stadtwache. Straßenbanden rauben und töten, wohin man nur sieht. Und die Weiner, pardon, die Seuchenopfer, die sind noch viel schlimmer. Sie halten nichts von der vom Lord Regenten verhängten Ausgangssperre? Mich herauszufordern wird Ihnen nicht gelingen, Herr Wachtmeister. Aber keine Sorge, mir wird nichts passieren. Ich werde Gewinn machen. Ein kluger Mann profitiert selbst in den Zeiten einer Seuche. Sicher, wie dieser Sokolov. Dem geht es prächtig. Kauft und verkauft immer eine Menge exotisches Zeug. Er hält alles hier am Laufen, jedenfalls im Moment. Sicher, sicher. Wenn er mit exotisch etwas so übelriechendes wie das Hinterteil einer Hexe meint, dem fürstlichen Arzt wird es auch gut gehen, bis er den falschen Mann hintergeht. Das ist also Pratchett, der die Pratchett Eels macht, also die Bohnen, nehme ich mal an. Den will ich nicht töten, weil das ist ein Zivilist immer noch. Aber ich werde mich mal in seiner Wohnung umsehen. Denn da ist eine Rune drin, das ist doch toll. Sonst noch irgendwas hier? Oder nur die Rune? Scheinbar nur die Rune. Wir gehen aber oben rein. Und zwar hier. Das ist ein Safe. Das ist ein Elixier, ein Buch. Das könnt ihr wieder selber lesen. Oder was steht da? Band über Geografie. Hm. Bei Geografie hat schon aufgehört. Erinnere dich daran, dass die Wahrheit in den Gemälden steckt. Der Weg zur Wahrheit beginnt auf den geschäftigten Straßen. Geh weiter, bis du einen vor Anker liegenden Walfänger siehst und dort suche nach dem Schlachthaus. Und die Wahrheit wird sich dir offenbaren. Straßenwalfänger und Schlachthaus. Straßenwalfänger, Schlachthaus. Das ist, glaube ich, der Tresor. So wie es sich anhört. Da ist hier Rune drin. Tatsache. Dann schauen wir mal die Bilder. Da ist der Walfänger. Da steht eine 7 drauf. Straßen. Anker, also Straßen. Dann haben wir hier die 7 und Schlachthaus. Hier haben wir das Dach. Hier haben wir nichts weiter, oder? Ist das ein Weiner? Ich konnte doch sehen, was auf sie zukommen würde. Kein Weiner. Wer ist das? Ist der Böse? Das ist, glaube ich, niemand Böses. Verdammt! Oh. Ich will dich nicht töten. Ich will dich nicht töten. Danke. Erster Tagebucheintrag. 19. Tag. Monat der Saat. Was soll ich tun? Sie ist weg und ja, hat ihre Sachen mitgenommen. Zurück zu ihrer Familie. Als wenn es helfen würde. Die Seuche wird uns alle holen. 3. Tag. Monat der Netze. Mir wurde Arbeit auf einem der Walfänger schwer angeboten. Endlich kann ich von hier verschwinden. Eines Tages werde ich mir ein Haus in Tyvia suchen, im Norden. Die Winter sind dort kalt, keine Ratten, keine Seuche. 28. Tag, Monat der Netze. Am letzten Tag des Monats hat sich mein Glück gewendet. Ich habe etwas gefunden, glänzend, glänzend und alt. Sieht nach einem Walknochen aus, der einem Glück bringen soll. Glück hat er ja wohl nicht gehabt. Ermordet wurde er. Aber selbst Diebe oder Mörder sind hier in dem Sinne noch besser als die Stadtwache. 2. Tagebucheintrag. Ja, 2. Tagebucheintrag. 6. Monat. Ich kann nicht lesen. 6. Tag, Monat des Regens. Mein Cousin Emil kommt schon bald und bringt ein Huhn zum Rösten mit. Ich werde nachschauen, ob eines der Geschäfte noch geöffnet ist. Vielleicht kann ich ja ein paar Äpfel oder Kartoffeln kaufen. 10. Tag, Monat des Regens. Ich habe meine Walknochenschnitzerei auf ein Regal gestellt, aber ich konnte sie dort nicht von jedem Winkel des Raumes sehen. Also habe ich einen kleinen Sockel dafür gebaut. Sieht schön aus im Kerzenlicht. 15. Tag, Monat des Regens. Manchmal träume ich davon. In den Träumen macht es Geräusche wie der Wind, der durch ein zerbrochenes Fenster bläst. In anderen Nächten klingt der Wind wie eine Stimme. Ich hätte mich zum Hafen begeben sollen, um in See zu stechen. Aber es fiel mir zu spät ein. Vor einigen Tagen war das. Ja, genau. Vor einigen Tagen war das.
Ist das der Sockel, den er gebaut hat? Ich nehme es an. Hier ist noch ein Tagebucheintrag. Dritter Tagebucheintrag. 18. Tag. Monat des Regens. Mein Cousin war da und wir haben darum gekämpft. Als ich ins Zimmer kam, hielt er es fest, umklammert. Ich schrie ihn an und wir begannen darum zu kämpfen. Jetzt bin ich von Reue erfüllt. 26. Tag, Monat des Regens. Er sitzt immer noch in der Ecke, gegenüber den Kerzen. Er war ein Dieb. 2. Tag, Monat des Windes. Ich frage mich, wie er davon wissen konnte. Zum Abendessen zu kommen, muss ein Trick gewesen sein. Vielleicht hat er es anderen erzählt. 7. Tag, Monat des Windes. Habe den Flur verbarrikadiert. Jetzt ist alles sicher. 11. Tag, Monat des Windes. Die Wache kam und hat Leute mitgenommen, die Nachbarn. Jemand im Gebäude hat die Seuche. Jetzt weg. Es verspricht, mich zu beschützen. Jedem Acht verspricht es das. Ach, er hat seinen Cousin, Verwandten getötet. Und er vergammelt hier schon. Ja, dann lasse ich ihn mal leben. Flüsse ändern über viele Zeitalter ihren Lauf, bis eines Tages alle Brücken einstürzen. Vor 1000 Jahren stand an dieser Stelle eine andere Stadt. Ihre Bewohner schnitzten Runen aus Walknochen und ritzten mein Zeichen hinein. Kinder finden sie noch heute angeschwemmt am Fluss. Anton Sokolov hat meine Runen eingehend studiert, doch ihm fehlen deine Begabungen. Er war weder auserwählt, noch trug er mein Zeichen. Und so bleiben ihm ihre Bedeutungen verborgen. Sokolov glaubt, meinen Erschein vor ihm mit speziellen Worten und Handlungen erzwingen zu können. Er durchsucht alte Tempel in Pandissien und Kellergewölbe im überschwemmten Bezirk und führt grausame Rituale unter der alten Abtei durch. Aber wenn er mich wirklich treffen will, sollte er versuchen, etwas interessanter zu werden. Ja, danke für das Kompliment, mein Freund. Nicht gut, nicht böse, sagt man. Aber bevor wir weitergehen, wollte ich noch mal kurz in das Gebäude, ja? Weil da war ich ja noch nicht fertig. Straßen. Anker. Straßen 7, Schlachthaus. Wo ist der Typ? Ich will ihn nicht töten, wie gesagt. Ich töte nur Wachen. Ich versuche nur Wachen zu töten. Oder halt Banditen, die mich angreifen. Das ist das Schlachthaus. Das ist die 3. 7, 3. Fehlt noch eins. Ist meine Nahrung zu mich nehmen. Tut mir leid, ich hab's heute nicht mit Deutsch. Was? Ich will dich nicht töten. Bist du bescheuert? Als ob ich dich töten wollte. Trottel. Hier, friss das Glas. So. Das machen wir auf, machen es wieder zu. Da war also die ganze Zeit auf dem Balkon. Gut, dass wir noch Betäubungsbolzen haben. Straße. 3-7. Ich kann es ja auch jetzt schnell machen. Sind nur 10 Zahlen, aber wir gucken uns das Bild noch an. Hier liegt nichts weiter. Ist auch nichts. Die Bilder sind echt cool. 100 Münzen. Wunderbar. Ist echt schön. Was sind die Straßen? Da steht die 4. 4, 3, 7. Aber ich mag die Kunst hier. Kabelwerkzeug haben wir eins verbraucht. Was eigentlich recht unsinnig war. 4, 3, 7. Okay. Moment. Und da.
4, 3 und... Was? 4, 3, 7. Missionshinweise. In einem seiner Gemälde. Kann ich mir das nicht nochmal durchlesen? Bücher, Audiographen, geschriebene Notizen, Gedächtnisstütze. Der Weg zur Wahrheit beginnt auf den geschäftigten Straßen. Gehe weiter bis zu einem 4473. Tut mir leid. Ja. Zahlendreher. Gold, Gold, Rune. Sehr schön. Haben wir das auch und können jetzt. Wow, eine Wache. Und können jetzt weitergehen. Was ich nochmal schauen will. Da drüben war noch ein Raum. Achso, da kommen wir hier hin. Genau. Dann gehen wir mal kurz. Das wollte ich nicht. Verdammt. Gehen wir da mal eben rein. Ist soweit niemand, wie es aussieht. Nein, hier ist niemand. Okay. Dann können wir theoretisch auch hinten lang gehen. Oder? Moment. Wir gehen nicht durch die Gasse hier, wir gehen hier oben lang. Was von Wichtigkeit wäre. Und da unten ein bisschen Zeugs. Kommen wir hier rein? Ja. Da waren wir schon drin, oder? Nee, waren wir nicht. Blood from the eyes. Vergeblich versucht, dieses Elixier zu trinken. Aber scheinbar, wer die Seuche hat, hat die Seuche. Und das war's dann. Okay, wir gehen trotzdem wieder hoch. Oben gefiel es mir ein bisschen besser. Wow, Hilfe. Da sind wir bei der Brücke. Wird ein Spektakel, wenn sie sich in Asche verwandeln. Es gab Zeiten, da konnten wir solche Typen auch ohne diese Dinger in Schach halten. Seit der Seuche erwartet keiner von denen, älter als 20 zu werden. Da kann sie nichts mehr erschrecken. Man sieht sich vorher um, damit man nicht in einer Zelle landet. Alec hat das genaue Gegenteil getan. Okay. Wir haben die Blitzmasken gesehen. Die sind immer noch da. Ganz toll, die Masten sind immer noch da, falls wir losrennen und uns umbringen wollen. Hör mal, holen wir Alec jetzt da raus oder nicht? Früher oder später sicher. Er ist der Einzige, der über die Perlen Bescheid weiß. Lassen wir noch etwas in seiner Zelle schmoren, dann ist er nächstes Mal vorsichtiger. Ach, da ist eine Tesla-Spule. Die kann ich, denke ich mal, sogar aktivieren, weil das Kabel führt dahinter. Führt dahin, verdammt. Du hast Bart. Stinkst bis hier rüber. Nerv jemand anderen. Stinkst bis hier rüber. Hey, du da! Zeig dich! Stadtwache, Achtung! Dieser Abschaum bricht die Ausgangssperre! Oh. Lass uns ihm zeigen! Das war's wohl mit der Planung, die sie hatten.
Ja, wie komme ich jetzt am dümmsten dahinter? Da hinten sieht mich, glaube ich, niemand. Das so gar nicht. Alles easy. Verdammt. Ich komme da nicht bis runter. Wieso ist hier niemand auf Patrouille? Da ist niemand. Aufpassen, ein Herumtreiber. Jetzt haben wir das Ding deaktiviert. Das ist gut. Wie kommen wir jetzt? Da ist noch eins, verdammt. Wie kommen wir an dem vorbei? Komm ich unter der Brücke lang? Wenn er zurückkommt, verdiene ich mir noch eine Beförderung. Ja. Komm hier unten. Da ist ein Alarm. Jetzt aufpassen. Jetzt aufpassen, aufpassen, aufpassen. Elixier, Bolz. Hab ich gesehen? Nein, hat er nicht. Sehr schön. Das ist das nächste weg. Das tun wir sogar mal komplett weg. Er muss hier irgendwo sein. Wer muss wo sein? Ich werde dich finden. Dich für deine Verfehlungen bestrafen. Wer immer du bist. Muss mit dem Haberkraut aufhören. Hier ist nichts. Was? Er muss... So hilft mir doch jemand! Umzingelt ihn! Behaltet ihn im Auge! Schnell weg. Umzingelt ihn! Umzingelt ihn! Hilfe! Vorsichtig! Aus der Schusslinie! Da bin ich schon weg, da bin ich schon weg, da bin ich schon weg. Wer den tötet, wird befördert. Boah. Wer den tötet, wird befördert. Als ob. Hier wird niemand befördert. Für meinen Tod. Schluss mit dem Versteckspiel. Zeig dich! Mach ihn fertig! Hilfe! Tja, ja. Wir wissen, dass du hier bist. Und wir werden dich finden. Dann findet mich mal. Wow. Da kann ich hochklettern. Wow, wie hoch komme ich denn hier? Sehr heftig.